Willkommen bei Janos Murati bei den exotischen Pflanzen zu vermehren und wie es weitergeht und bei den heimischen Sachen zu vermehren und wie es weitergeht. Hier haben wir die Stiefmütterchen, die haben wir gerade gegossen. Schauen die nicht fesch aus? Orange, gelb, schwarz, lila, blau. Hier haben wir die Rosen. Die hat einen neuen Austrieb. Der da ist neu, der da ist neu, der da ist neu. Schaut ganz fesch aus. Hier haben wir auch die Stiefmütterchen. Da ist hell lila, lila, dunkel lila, lila, orange. Die schauen ganz gut aus. Die haben wir gerade gegossen. Hier haben wir den Mandelbaum eingepackt. Es ist in der Nacht noch ziemlich frisch. Und hier haben wir so einen Baum. Der Kaki-Baum. Steht alles beschrieben. Und da haben wir auch die Stiefmütterchen. Und die Schneerose. Und die Nordmandanne und der Rhabarber wächst und gedeiht, kriegt drei Pflanzen haben wir da, bisschen Unkraut zupfen, Trauben, Hyazinthen haben wir. Schaut ganz gut aus. Da haben wir die Schlüsselblume. Und da haben wir die Tulpen und der Bärlauch und die rote Schneerose und die Kamille. Da haben wir die Hortensien und die Gebüsche. Die sind etwas erfroren. Und da haben wir das Hochbeet. Da ist die Sonne. Und die Wiese. Und da haben wir die Radieschen drinnen. Und den Salat. Der Salat schaut super aus. So. Und die Radieschen gefallen mir auch ganz gut. Und der Apfelbaum und der Maronibaum und der Weinbergpfirsich und die Nordmandanne und der Maroni und die Himbeeren und da die Pinien und da haben wir die Mandel und den Wein und die Orange und da schneiden wir jetzt einen Ast ab. Das zeigen wir. Nimm mal so eine Baumschere. Welche Ast nimm mal? Da am besten. Nimm mal den du. Ab ist die Geschichte. Das wird nämlich ein Steckling. Gebe mehrere. Da liegen sie. Jetzt, da haben wir den Orangenbaum. Da haben wir den zugedeckt. Ja. Und da haben wir die Dattel. Wegen in der Nacht. Hans noch frisch und da haben wir die Gemüse zugedeckt, da haben wir die andere Zitrusfrüchte, da ist sehr warm drinnen. Tschüss Leute, abonniert meinen Kanal, Daumen hoch!